Moment, ich werde kurz meinen Anwalt kontaktieren. Was? Du, Lukas, ich bin gerade in der Aufnahme und ich brauche mal kurz deinen Rat als Anwalt. Hey Freunde und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute dabei Kontergeist und einfach Emmy. Hello there. Und natürlich die Pommes, die ich gerade neben mir stehen habe. Wir haben heute den dritten Teil eines wunderschönen Formats und zwar sind das ein paar Fragen, die wir uns stellen. Die fangen alle an mit ich habe noch nie oder ich würde. Was? Wie fangen die an? Ich habe noch nie, ja. Ich habe noch nie, genau. Und zwar sind es halt so Fragen wie ich habe noch nie die Schule geschwänzt oder so. Und wenn wir das schon gemacht haben, sagen wir was dazu. Wenn wir nichts dazu sagen wollen, dann müssen wir hier einen Diamanten in diese Kiste tun. Wir haben die meisten sagen, Diamanten. Ich glaube, für Lukas sieht es nicht so gut aus. Ja, mein Lukas sieht echt nicht gut aus. Schon 5 Dias, ich habe nur einen. Emmy hat 2. Und der die meisten Dias am Ende hat, muss eine Strafe erledigen. Was das für eine Strafe ist, das haben wir in Teil 2 bekannt gegeben. Da müsst ihr einfach mal bei Kontergeist vorbeischauen. Und Teil 1 ist bei Emmy zu sehen. Schaut euch auf jeden Fall erstmal die beiden Teile an, damit ihr auch das Ganze so ein bisschen versteht. Das ist ja nämlich der dritte Teil dieser Reihe. Am Ende dieses Teils wird die Person auch die Bestrafung erhalten. Ihr werdet auch die Bestrafung sehen. Ich werde die hinten mit reinschneiden. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal an mit den letzten 10 Fragen in diesem Format für diese Dreierreihe jetzt auf jeden Fall. Let's go. Okay, dann setzen wir uns mal hin. Also ich würde sagen, ich lese jetzt erstmal die erste Frage für Alec vor. Und wir haben am Anfang eigentlich immer so ein bisschen die gleichen Fragen, aber ja doch, ich fange einfach mal an. Ich habe noch nie meine Hausaufgaben abgeschrieben. Wann habe ich meine Hausaufgaben nicht, was? Natürlich, so schön so eine Stunde in der Pause, bevor die Lehrerin in den Raum kommt, noch von einem Kollegen abgeschrieben. Ja, Mann, immer. Auf jeden Fall, habe ich schon gemacht. Die ganzen Wahrheiten werden jetzt hier enthüllt. Ja, Hauptsache, es kommt dir kein Lehrer zu. Falls hier ein Lehrer von mir zuguckt, das ist natürlich alles nur Spaß. Sowas würde ich niemals tun. Sowas würde er nie tun. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu der zweiten Frage. Und das ist eine ziemlich krasse Frage. Ich habe noch nie nur jemanden gebannt, weil ich ihn nicht leiden kann. Nein, habe ich nicht, tatsächlich. Heißt es nur auf OPSUS und Dura und so oder auch auf privaten Servern? So mit Freunden und generell, so? Generell, würde ich behaupten, oder? Ja, dann ja. Ja, dann habe ich sowas aber auch definitiv auch schon mal gemacht. Nicht nur einmal, du. Habe ich echt noch nie eigentlich so. Aber wo auch nicht halt auf so anderen Teamspeaks, oder? Auf Teamspeaks? Nee, auch nicht halt. Also ich hab noch nie... Er ist der Unschuldige. Ich bin unschuldig. Ich bin ein braver Supporter. Alec ist im ganzen Video einfach komplett unschuldig. Er hat bis jetzt nur einmal einen Dia reingelegt. Wie viel hast du, Emmy? Zwei, glaube ich. Zwei. So in den Alec letzten zwei Teilen wurden voll die krassen Wahrheiten über uns enthüllt. Zum Beispiel, dass Lukas gerne Katzenfutter isst. Guckt euch Teil 1 an und dann schreibt unbedingt einen Kommentar bei Lukas dazu. Oh Gott. Dann seine Insta-Kommentare damit zu. Gut. Einfach Katzenfutter gegessen. Einfach Katzenfutter. Ich lese mal die dritte Frage vor. Ja. Das ist auch eine ziemlich gleiche Frage. Ich muss im Vorhinein sagen, das habe ich auch schon mal gemacht. Ich habe mich noch nie selbst gebannt. Nee, tatsächlich nicht. Das ist mir auch noch nie passiert. Also ich muss sagen, ich habe das auf OP-Sucht mal gemacht, weil ich dachte, jo, okay, das passiert eh nicht. Ich kann mich eh nicht bannen. Auf einmal steht da, du bist gebannt. Also Leute. Das ist doch nicht dein Ernst. Was passiert, wenn ich slash ban Kontergeist eingebe? Junge, was denkst du dir denn? Okay, kommen wir einfach schnell zu der nächsten Frage. Ich will darüber nicht reden. Ich habe noch nie in der Unterhose... Was hast du dir dabei gedacht? In der was bitte? In der Unterhose supported. Was? Also nur mit Unterhose, was? Ja. Nö, habe ich nicht. Ja, eigentlich habe ich erwartet, dass Alec jetzt die Kiste aufmacht. Ich hab erwartet, dass du die Kiste aufmachst. Ja, okay. Offensichtlich will Alec dazu nichts sagen. Ich werde kurz meinen Anwalt dazu befragen. Einen Moment. Ich werde diesen kurz kontaktieren.
Würden Sie bitte die Kiste öffnen? Nur Xenox. Bitte? Moment, ich werde kurz meinen Anwalt kontaktieren. Was? Du, Lukas, ich bin gerade in der Aufnahme und ich brauche mal kurz deinen Rat als Anwalt. Es ist so, das sind so Fragen, die muss man ehrlich beantworten oder dann einen Dia in die Kiste legen. Und die Frage ist, ich habe noch nie in Unterhose supported. Soll ich darauf eine ehrliche Antwort geben oder einen Dia in die Kiste legen? Die ehrliche Antwort ist, dass du es halt schon mal gemacht hast, Alter. Wenn du die Antwort hast, hast du es ja eh gemacht. Also halt nicht. Vielen Dank für deinen kompetenten Rat. Wir hören uns später. Hast du schon gemacht. Okay, ich lege dir an die Kiste. Danke auf jeden Fall an dich, Lukas, für diese kompetente Rechtsanwaltsberatung. Okay, ich habe noch nie einen Hack-Client auf OP-Sucht oder Durchrasten verwendet. Nein, habe ich tatsächlich nicht. Ja, negativ. Ich habe auf Durchrast schon Hack-Client verwendet, aber auf Anweisung der Serverleitung. Ich habe mit Nils zusammen den Creative-Server getestet, als der noch nicht online war, auf die Hackbarkeit und so ein Mist, um Bugs zu fixen. Und damit habe ich tatsächlich damals noch geschafft, den Creative-Server mit einem Client zum Abschmieren zu bringen. Aber so haben wir halt nach und nach die Bugs behoben und gefixt, sodass der Creative-Server jetzt relativ safe ist eigentlich. Eigentlich. Also nicht illegal, aber ich durfte schon mal offiziell einen Hack-Client benutzen. Okay, jetzt kommt eine Frage, die hat man früher eigentlich mehr gemacht. Also mittlerweile macht man das nicht mehr so, mittlerweile ist man eher so am PC und schaut. Aber die Frage ist, ich habe noch nie mehr als 24 Stunden am Stück Fernsehen geschaut. Habe ich safe schon mal gemacht. Habe ich zu 100% mal gemacht, ganz sicher. Das ist mir zu langweilig, 24 Stunden am Stück, nee. Ja, Mann, eher so, meine Barbie-Filme. Eher so die früher, Frage, als ich klein war, klar. Bei mir ist es eher so, wäre die Frage 24 Stunden am Stück am PC oder so, dann ja, aber wirklich nur Fernsehen geguckt, nee. Hab ja, ich aber noch du hattest nie. Ja nicht mit 8 schon einen PC, oder? Nein, aber einen Nintendo. Ja. Oh, Nintendo! Oh Gott. Okay. Jetzt kommt die nächste Frage. Und die Frage lautet, ich habe noch nie unter der Dusche gesungen. Mir fallen da gerade diverse Lieder ein. Wir hören, Lukas, wir hören. Darf ich? Ja, natürlich darfst du. Das ist deine warte. Bühne. Ich mach wie unter der Dusche, ja? Warte. Warte. Durch die Nacht! Das war's, das war. Raus, raus, raus! Emmy, Bunny weg! P-Bahn, bitte, und nicht P-Bahn. Meine Gesangseinlage, die so wundervoll lange gedauert hat, gefallen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also von 1 bis 10. Falls jemand null. Ja, also falls jemand von euch jetzt traumatisiert ist, bitte Beschwerden an kontergeist@gmail.com. Nee. Achso, ich habe auch noch nichts dazu gesagt. Ja. Okay. Okay, ich habe noch nie ein Referat aus dem Internet ausgedruckt und in der Schule bzw. Uni vorgetragen. Wieder liebe Grüße an meine Lehrer. Googelt meine Referate nicht. Habe ich schon gemacht. Nicht nur einmal schon gemacht, bin ich ehrlich. Ja, safe. Wenn ich ehrlich bin, ich habe mir immer so bestimmte Absätze rausgenommen, das dann immer so ein bisschen umgeändert oder umgeschrieben. Ich habe nie den kompletten Satz oder so mitgenommen, beziehungsweise die kompletten Zeilen alle. Ich habe immer nur so ein paar Teile rausgenommen. Meine Vorträge sind teilweise 1 zu 1 Copy-Paste so. Ich habe schon mal einen ganzen Vortrag nur aus der einen Wikipedia-Seite davon erstellt. Einfach und Englisch abkopieren, auf Deutsch übersetzen und dann passt es. Ja, stimmt, das ist eigentlich voll die gute Idee. Das ist voll schlau, weil da musst du nichts umschreiben. Dann müssen wir mal nach dem Video drüber reden. Ja. Falls ihr auch gute Möglichkeiten habt, in Klassenarbeiten oder Tests zu betrügen, dann schreibt die doch gerne in die Videokommentare. Immer gern gesehen. Okay, ich habe noch nie ein anderes Fahrzeug beschädigt und bin dann einfach weitergefahren. Nein. Nicht meinen Führerschein. Ich hab, ne? Oh,
Beide in dir rein, was ist das denn? Keine Auskunft. Keine dazu Auskunft, so ein Ding ist das. Ich möchte diesem Video echt nicht sagen, das können wir eventuell nach dem Video machen. Wenn ich das jetzt im Video sage, dann, oh. Ich halte euch auf dem Laufenden, ne? Das kommt dann nach dem Endcut rein. Nein, das okay, jetzt hier kommen Sachen ans Tageslicht, ne? Oh, jetzt kommt der Beste. Jetzt kommt der Beste und der Letzte. Ich habe noch nie in der Öffentlichkeit gefurzt. Was? Lol. Ich überlege gerade, ob ich was dazu sagen möchte. Tatsächlich, komm, das hat jeder schon mal gemacht. Wenn man merkt, der ist leise, dann lässt man den einfach raus. Ja, aber stell dir mal vor, der riecht dann so ekelhaft und du bist in der Bahn oder so und dann gucken die ihn alle so an und du denkst, ja, komm, so, in der Bahn, fuck. Weißt du, wie viele Leute da sind? Das ist doch klar, das weiß doch keiner, von wem der kommt. Das ist richtig, aber du hast dann mal voll Paranoia, weil dann ja wirklich Leute sich dann so umgucken und stell, so denken, wer war das jetzt? Stell dir mal vor, du denkst, der ist leise und dann ist der komplett laut. Das schaut dich jeder an. Interessante Themen, die wir hier führen. Ist auch schon Teil 3 hin, jetzt dürfen wir auch ein bisschen los. Oh mein Gott, ey. Ja, nee, klar, habe ich schon gemacht. Ja, also es wäre eine Lüge, wenn man sagen würde, das hat noch nie jemand gemacht, oder? Ja. Also... Also ich muss gerade einmal sagen, wir hatten tatsächlich jetzt schon 10, ich habe noch nie Fragen gestellt, aber jetzt kommt die beste, Alec. Oh, was soll das? Ich habe noch nie Kontergeist abonniert. Ja. Nein, okay. Da habe ich ganz schnell die Kiste aufgemacht. Nein, ja, genau, abonniert alle mal Kontergeist, der ist in der Beschreibung verlinkt. Als erstes müsst ihr aber das Video von Einfach Emmy gucken, oh, Entschuldigung. Hm. Als zweites dann das von Kontergeist und dann erst eigentlich den dritten Teil. Hoffentlich habt ihr das auch so gemacht. Aber jetzt kommen wir mal zur Auswertung und gucken mal die Kisten hier durch, Leute. Ich habe 3 Dias drin. Ganz böse. Emmy hat 4 Dias drin und Lukas hat... 6 Dias! damit steht die Sache eigentlich fest, ne? Lukas, welche Bestrafung du machen musst, das haben wir ja schon in deinem Video gesagt, ne? Und ich würde einfach sagen... Was sagst du dazu? Ja, was sagst du dazu, mein Lieber? Ist er einfach weg, er ist einfach weg. Ich würde einfach sagen, Leute... Ich werde gleich die Insta-Story machen. Ich will nicht wissen, was die Leute aus meiner Story sich da denken. Ihr seht die Story gleich bei mir. Oder so. Ich werd die nach dem Endcut, nach der Abmoderation mit reinschneiden ins Video, damit ihr euch auch für immer an dieser Story erfreuen könnt. Und damit würde ich sagen, lasst doch gerne ein Abo bei allen dreien da, bei mir, bei Emmy und bei Kontergeist. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und schreibt auch gerne in den Kommentar, wenn ihr mehr mit den beiden sehen wollt. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin und tschüss. Ciao. Hey Leute, ich bin gerade zu der Erkenntnis gekommen, dass mein Kanal schlecht ist. Wenn ihr guten Content sehen wollt, dann schaut definitiv nicht bei Einfach Emmy und Skyfly vorbei. Die sind auch jetzt hier nicht markiert.